wundervoller Mensch. Ich freue mich, dass du zu einem neuen Trainingsvideo von mir eingeschaltet hast. Hi, ich bin Patricia, ich bin Hula-Hoop-Trainerin und wir machen hier gemeinsam klitzeglänz bisschen Hula-Hoop. Deswegen, da hinten steht schon mein Hooptimal. Den schnappe ich mir auch schon direkt und würde dich auch darum bitten, dir deinen Hula-Hoop-Reifen zu schnappen, wenn du mitmachen möchtest. Wenn du nicht mitmachen möchtest, dann freue ich mich trotzdem, dass du dir das Video anschaust und dass wir gemeinsam doch irgendwie Hula-Hoop machen, weil bei mir ist es oft so, wenn ich mir Videos angucke, dass ich selber daran denke, wie ich im Reifen stehe. Und das ist ja auch so ein bisschen wie, als würdest du selbst Hula-Hoop machen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich gerne, dass du dir wieder was zu trinken parat stellst. Ne? Einfach ein Schlückchen Wasser. Und das trinkst du bitte auch, wenn du keinen Hula-Hoop mit mir mitmachst, okay? Also, Brüsterchen, Wasser, stilles Wasser, einfach nur stilles Wasser. Wunder dich nicht, ich habe heute die Kamera ein bisschen anders. Ich darf, glaube ich, da hingucken. Ich weiß, ich habe den Tipp gekriegt, ich soll mir das Video hinterher nochmal angucken und wenn es mir nicht gefällt, nochmal drehen, aber nee, habe ich keinen Bock drauf. Deshalb müsst ihr damit leben, dass ich ein bisschen orientierungslos ins Handy gucke. Ich versuche einfach geradeaus zu gucken, also so wie jetzt. Ist egal, es geht eh um Hula Hoop und nicht darum, wo ich hingucke. Also völlig wurscht. Du kannst dir aber auch ein Schlückchen Kaffee gönnen, ne? Oder 2, 3, 5. Das bleibt ganz dir überlassen. So. Bevor wir jetzt loslegen, machen wir uns erst wieder ein bisschen warm. Du entscheidest übrigens, ob du auf Socken Hula-Hoop machst, ob du barfuß Hula-Hoop machst, ob du Schuhe anhast oder ob du dir sogar eine Matte unterlegst. Das entscheidest du. Ich mache am liebsten ja in Socken oder barfuß Hula-Hoop. Socken nerven manchmal, deswegen will ich, glaube ich, die tatsächlich einfach ausziehen. So, wartet. Genau, also barfuß sehr, sehr gerne. Genau, achte aber darauf, dass du bequem stehst, dass du eine tolle Matte hast oder dass du halt einfach angenehm stehst. So, ganz easy. Steh angenehm, dann macht das auch Spaß. Stoppersocken kannst du auch anziehen. Stört nur ein bisschen, wenn du dich dann drehen magst oder so, weil mit Stoppersocken sich zu drehen ist eher ein bisschen schwierig. So, du wundervoller Mensch. Schön, dass du wieder hier am Start bist. Schnapp dir deinen Hooptimal oder welchen Reifen du auch immer nutzen magst und fang an, ihn so ein bisschen von rechts nach links zu kreisen. zu schubsen. So, siehst du es? Und dann nimm noch die Beine mit dazu. Ich muss ein bisschen weiter nach vorne. Genau. In deinem eigenen Tempo. Du musst keinen Geschwindigkeitsrekord erstellen, sondern so, dass es für dich angenehm ist. Genau. Durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder ausatmen und ansonsten hab einfach ein bisschen Spaß. Darum geht es nämlich bei Hula Hoop. Ja, es geht darum, Kalorien zu verbrennen bei dem anderen geht es darum, Spaß zu haben. Und bei mir geht es mittlerweile tatsächlich nur noch darum, Spaß zu haben und mich wohlzufühlen. Das ist der Grund, warum ich selbst auch immer noch Hula Hoop mache. Weil es mir Spaß macht. Okay, ein bisschen noch. Beine können auch noch ein bisschen höher. Aua, jetzt habe ich den Stuhl berührt mit meinem Bein. Nicht mit dem Bein, mit dem Fuß. Es war nicht so angenehm. Hätte ich jetzt auch einfach unkommentiert lassen können, ne? Ja, egal. So, okay, fein. Dann kommen wir ein bisschen weiter nach vorne. Nimmst einmal den Reifen über den Kopf, greifst ihn von oben, stellst dich schmal hin und neigst dich ein bisschen zur Seite. Oh ja, das tut gut. Das tut mir unglaublich gut. Sehr gut machst du das. Nochmal zur anderen Seite. Nochmal zur Mitte und zur anderen Seite. Und nochmal zur anderen Seite. Nochmal zur anderen Seite. Und dann darfst du dich einmal vor dir verneigen. Verneige dich vor dir selbst. Einmal vor dir selbst verneigen. Einmal nach oben. Oh, muss ich ein bisschen aufpassen. Ein bisschen nach hinten neigen. Und nochmal nach vorne. Und kurz halten. Sehr gut. Dann kommen wir zur Körpermitte. Du stellst dich ein bisschen breiter auf und kickst so leicht von rechts nach links. Genau, in deinem eigenen Tempo. Ich habe nämlich die Frage bekommen, wie man rechts-links kickt. Naja, kurz und knapp gesagt, mach die Augen zu und versuche ein Gefühl für deinen Körper zu bekommen. Wir machen das gleich. Wir probieren das gleich zusammen aus. Sehr gut. Dann stellen wir uns wieder ein bisschen breiter auf und machen einmal die große kreisende Bewegung. Genau. Groß, langsam und groß, nicht hektisch und sondern langsam und groß. Und auch hier bitte die Richtung wechseln,
Genau. Sehr gut. Und ich stelle mich nochmal zur Kamera hin. Versuche in der Mitte, also die Arme so zu halten, wie sie sind und nur den Körper in der Mitte zu kreisen. Also nur die Hüfte zu kreisen. Ich habe heute leichte Wortfindungsstörungen, also nicht wundern. Ist einfach so. Richtung nochmal wechseln, bitte. Versuch aber nicht zu breit zu werden, sonst wird's ein bisschen unstabil. Genau, sehr gut. Fein. Und wir kümmern uns noch ein letztes Mal um die Füße. Stell dafür deinen Reifen nochmal zur Seite, also nach vorne, und stell dich auf deinen imaginären Stepper. Genau, deine Zehen bleiben auf dem Boden und nur die Ferse hebt sich. Genau. Ja. Sehr gut machst du das. Und ruhig auch langsam. Das muss nicht mega, mega schnell sein, ja? Genau, so, dass es sich für dich einfach gut anfühlt. Das ist die Hauptsache. So gut. Okay, fein. Bevor wir jetzt loslegen, trinken wir noch mal ein Schlückchen, okay? Prost. Und dann würde ich sagen, Reifen in den Rücken. Ich brauche immer noch einen Spruch. Reifen in den Rücken, das kann dann auch entzücken. Oder so. So, und ich bin tatsächlich schon dabei, rechts, links zu kicken. Versuche mal, deine Augen zu schließen und einfach deine Hüfte von rechts nach links zu bewegen. Es kann sein, dass sich das für dich ein bisschen unrund anfühlt. Mach das mal so eine Minute oder zwei. Und fühle in dich hinein, ob das für dich überhaupt angenehm ist. Ich habe auch die Frage bekommen, ob das dann sanfter für den Rücken ist. Also für deinen Rücken ist sanfter, wenn dein Reifen leichter ist. Ja, je leichter dein Reifen ist, desto besser. Dann tust du deinem Körper noch mehr gut. War das jetzt ein richtiges Deutsch? Ich bin mir heute nicht so sicher. Macht aber nichts. Achte dabei, dass die Schultern nicht so, sondern locker bleiben. Und dann bewegst du dich von rechts nach links, also die Hüfte. Siehst du das? Ich übertreibe mal ein bisschen. So, genau. Aber mit deinem Reifen, weil wenn du dich gegen deinen Reifen oder nicht mit deinem Reifen bewegst, dann merkst du, so wie hier, dass es unrunder wird, dass es sich einfach nicht mehr gut anfühlt. Genau. So, ich rufe mich wieder normal ein. Deine Beine dürfen übrigens auch mitmachen, ne? Dein ganzer Körper darf mit dir Hula Hoop machen. Genau. Sehr gut. Ich habe gar keine Musik in meine Ohren gemacht. Naja. Wenn du Musik dazu hören möchtest, in der Videobeschreibung findest du meine Hula-Hoop-Playlisten. 4 Stück sind es, glaube ich, oder 5, ich weiß nicht. Da kannst du dir dann deine persönliche Playlist zusammenbasteln. Dann machen wir heute einfach ohne Musik. Also, ihr hört ja eh nie Musik, ich höre die sonst auf meinen Ohren, aber ich quatsche eh gerade zu viel. Da brauchen wir dann nicht zusätzlich auch noch Musik. So ist gut, einfach grooven. Einfach den Reifen ein bisschen kreisen lassen. So, ich wechsle einmal das Armband. Das bedeutet nämlich, dass wir die Richtung wechseln. Genau. Auch ungefähr so eine Minute oder zwei. Und auch hier versuche ich, die kickende Bewegung beizuhalten. Probier das einfach mal. Side to side finde ich gut. Side to side, 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 side. Side to side, side, side. Oder so ähnlich. Genau. So schaut's aus. Vergesse bitte nicht zu atmen. Und lächeln kann auch nicht schaden. Ich weiß, es ist nicht so einfach, wenn der Reifen nicht das tun möchte, was du magst. So, wir versuchen noch ein bisschen, okay? Das ist wirklich nur eine kurze Runde. Kick, 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 kick. Side to side. 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 Side, side to side. Side to side, side, side. Oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie war was in meinem Kaffee oder so. Ich weiß auch nicht. Habe ich zu viel Kaffee? Jetzt meine erste Tasse. Also eigentlich, eigentlich ja nicht. Na egal. Wir konzentrieren uns auf die kickende Bewegung. Bist du noch dabei? Und wie machst du es am liebsten? Kickend, also so rechts, links. Drehst du dich sogar oder mit? Oder bist du eher jemand, der sich mit einem Beinchen nach vorne vor und zurück bewegt? Wie sieht es bei dir aus? Ich bin gespannt. Schreib es gerne in die Kommentare. Schreib mir auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail. Alles so, wie du das gerne magst.
Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu lesen. So, okay. Bisschen noch. Mir wird langsam warm, deswegen hören wir gleich auf, weil ich möchte nicht schwitzen heute. Ah. Okay, bisschen noch. Ein bisschen noch, ein bisschen noch. Ein klitzekleines bisschen noch. Dann können wir hinterher auch sehr, sehr stolz auf uns sein. Bist du noch? Schaffst du es noch? Wenn du es nicht mehr schaffst, wenn du merkst, okay, du quälst dich, dann hörst du bitte auf, ja? Also, Hula Hoop ist nicht zum Quälen da. Es sei denn, du stehst da drauf. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Yes. Sehr gut. Und dann darfst du, wenn du magst, aufhören. Kannst natürlich auch noch weitermachen, wenn du weitermachen möchtest. Das war der Trick. Side to side. Also im Prinzip einfach so ein bisschen mit deiner Hüfte kicken. Probier es mal aus, ob es dir Spaß macht, ob es sich gut anfühlt. Das darfst du ganz alleine für dich entscheiden. So, bevor wir jetzt ganz aufhören, machen wir uns einmal lang. Wir sind jetzt beim Cooldown angekommen. Für den Fall der Fälle, dass du dir das erste Mal ein Video mit mir anguckst und denkst, okay, was machten die da? Wir machen uns jetzt kurz einmal lang. Ich kann mich nicht ganz so lang machen, weil meine Decke da schon ist. Die Decke meines Kellers. Aber ein bisschen geht auf jeden Fall. Versuch dich auch auf Zehenspitzen zu stellen. Einfach kurz ein bisschen lang machen. Sehr gut. Ein bisschen vor und zurück bewegen. Nicht die ganze Zeit auf der Stelle stehen. Das muss nicht sein. Die Arme einmal runter, einmal schlenkern. Sehr gut. Und dann machen wir noch die offene Brust. Okay, bist du dabei? Die offene, stolze Brust. Du streckst deine Brust nach vorne und die Arme nach hinten. Und dann stell dir vor, du wärst eine Superheldin. Und auf deiner Brust wäre dein Superheldinnenzeichen. Und genau so stellst du dich hin und hältst das einfach mal kurz. So. Was wäre denn? Ich hätte gerne einen Hula-Hoop-Reifen auf meiner Brust. Also auf meinem Shirt als Superheldinnenzeichen. Okay, du wundervoller Mensch. Das soll es auch schon gewesen sein. Schön, dass du dabei warst. Hula-Hoop-Reifen, wo es die gibt und überhaupt findest du wie immer in meiner Videobeschreibung. Und alles andere, wenn du noch Fragen hast oder so, schreib mir gerne auf Instagram. Oder wenn du mich für deinen Workshop brauchst, für deine Einrichtung, für deinen Arbeitgeber, keine Ahnung, wo du sagst, wir müssen unbedingt zusammenkommen oder du möchtest ein Einzelcoaching haben, dann schreib mir unbedingt eine E-Mail und dann schauen wir, ob wir zusammenkommen. Ich würde mich freuen. Ich freue mich auf dich sowieso. Und dann würde ich sagen, trink mir noch schnell ein Schlückchen Kaffee. Und dann war's das schon. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und wenn du magst, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du magst, auch gerne über ein Abo freuen. Genau. Und dann sehen wir uns einfach in einem der nächsten Videos wieder. Ciao! Das habe ich noch vergessen. Falls du noch keinen Hula-Hoop-Reifen hast oder gerne einen haben möchtest, die Hooptimal-Reifen kannst du auch über mich bestellen, wenn du das magst. Infos kriegst du, wenn du mir eine E-Mail schreibst. Ganz easy. Also ich blende dir hier nochmal meine E-Mail-Adresse ein. Du kannst aber auch direkt einen Reifen bestellen bei der lieben Elke. Da schreibst du einfach hier eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse. Ganz easy.